Wir haben Fälle gehabt, in denen Großunternehmen an einer Stelle Arbeitsplätze abgebaut haben und damit eine Rentabilität so erhöht haben, dass sie an anderen Stellen Arbeitsplätze schaffen konnten. Auch in der jüngeren Geschichte von Siemens gibt es dafür Beispiele. Und wir haben andere Fälle, in denen um der Rentabilität willen einfach nur Arbeitsplätze abgebaut werden und diese Arbeitsplätze dabei nur als statistische Größen erscheinen. Das gibt eine Verkoppelung von Arbeitsplätzen und Rentabilität, die öffentlich gar nicht zu vermitteln ist. Und wir haben leider zu beklagen gehabt, dass das gelegentlich auch mit einer Kaltschnäuzigkeit öffentlich präsentiert worden ist, die den Eindruck erweckt, dass die Lebenssituation von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht wahrgenommen und gewürdigt wird. In dieser Hinsicht sprechen wir mit dieser Denkschrift ganz klar eine andere Sprache. Ich persönlich bin auch nicht bereit, zweierlei moralische Standards gelten zu lassen und zu sagen, bei den inhabergeführten Unternehmen, wo es die Nähe zu den Mitarbeitern gibt, da spürt man dann dem Unternehmer auch ab, dass es ihm ins Herz schneidet, wenn er Arbeitsplätze abbauen muss. Und im großen anonymen Betrieb eines Großunternehmens sind Menschen dann nur noch statistische Zahlen. Das ist eine Zweiteilung der Moral, die ich schlechterdings nicht akzeptieren kann. Und wenn Sie das von Herrn Wagner herangezogene Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg auf diese Frage beziehen, in Matthäus 20 gibt es zu dieser Frage auch einen ganz deutlichen Bezug, dass im Symbol des Tagelohns jeder gleich geachtet wird, unabhängig davon, ob er 12 Stunden oder eine Stunde gearbeitet hat, ist ein Hinweis darauf, dass Menschen vor Gott und von Gott gleich geachtet und angenommen sind. Und daraus ergibt sich die Konsequenz, dass wir im Maß des uns Möglichen das Unsere dazu tun, dass Menschen gleich geachtet und gleich gewürdigt werden. Deswegen beunruhigen uns spalterische Konsequenzen der Globalisierung so. Deswegen ist es für uns nicht sozusagen ein Naturgesetz, mit dem wir uns abfinden, dass es eben Globalisierungsgewinner und Globalisierungsverlierer gibt, sondern wir insistieren darauf, dass jeder Mensch die gleiche Würde hat und dass deswegen auch die Solidargemeinschaft eine Verantwortung dafür hat, dass niemand durch die Ritzen fällt. Deswegen haben wir hier diese wichtigen Überlegungen zur Grundversorgung ja mit aufgenommen.